Yo, wir sind Johnny Strange und Don Cali, der DJ Chino und Rido. Yo, Lacito hier und Itchy von Calcha Candela. Let's go. Hallo Calcha Candela, wir würden gern von euch wissen, was gehört für euch in eine schöne neue Welt dazu? Entwicklung. Wir sind ja so voll in dem Future-Rammer-Zeitalter und hier passiert so viel Neues jeden Tag. Nicht nur virtuell, sondern auch im richtigen Leben kann sehr viel passieren und das liegt immer an euch selber. Das heißt, ihr kreiert diese schöne neue Welt. Wann ist das letzte Mal ein Traum von euch in Seidenblasen zerplatzt? Mein größter Traum, der in den letzten ein, zwei Jahren zerplatzt ist, war eine große Afrika-Tour, die wir geplant haben mit Africa Rise. Da haben wir richtig viel Zeit reingesteckt und Kraft. Dann haben wir aber nicht die Finanzierung bekommen. Die Idee lebt noch und eines Tages wird es bestimmt noch wahr werden. Muss immer dranbleiben dabei. Mhm. Hey, Calcha, was esst ihr denn am liebsten, wenn ihr auf Tour seid? Also ich esse am liebsten Suppe. Das allererste, was ich essen will, wenn ich aufstehe, ist eine Suppe. Beste Kateressen, wa? Was war das Ausgefallenste, was sie jemals gemacht hat? Sehr schön. Erstmal geil, ey, spontan Applaus respect, für diese kleine Interpretation von Schöne Neue Welt. Wunderschön. Also vorneweg, wir sollten die definitiv mal einladen. Also ich würde sagen, eins der ausgefallensten Dinge war ein Flugerlebnis durch den Dschungel in Honduras in Gruppenstärke. Wir haben uns an so geile Stahlseile rangehängt und sind in 50 Metern Höhe durch die Baumwipfel gedüst. Hallo Calcha Candela, ich wollte mal fragen, kann man sich an den Humor gewöhnen? Können, ja, geht. Mhm. Man erlebt so tolle Sachen. Ich bin zum Beispiel heute Morgen aus dem Haus gegangen. Und vor meinem Haus stand ein ungefähr 5-jähriger türkischer Junge und hat einen Ohnmachtsanfall vorgetäuscht, weil er meinte, oh, jetzt kommt da der Typ von Calcha Candela. Und musste aber dabei total lachen, weil er natürlich wusste, dass ich ihm das nicht abnehme, dass er jetzt in Ohnmacht fällt. Das Ganze endete so, dass wir zusammen beim Kiosk in 5 Minuten echt lustig geschnackt haben und gelacht haben. Und von daher, wenn das an den Rumgewöhnen so aussieht, mache ich das sehr gerne. Wann habt ihr eigentlich beschlossen, Musik zu machen? Ich glaube, es wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil mein Vater Musiker ist und da hatte ich gar keine Wahl, was anderes zu machen. Schon von klein an habe ich auf den Tischen rumgetrommelt. Insofern. Du Armer. Okay. Boah. Sehr geil. Wow. Natürlich extrem wichtig. Also wie wichtig das Internet für uns ist, ist es, wir haben das schon sehr früh genutzt. Früher hatten wir noch ein Gästebuch ganz am Anfang und haben uns gefreut, wenn wir einen Eintrag pro Woche drin hatten. Wir haben auch alle gelesen und jetzt kommen wir den kaum noch nach, aber es ist extrem wichtig, Alter. Wir wissen unsere Facebook-Freunde zu schätzen, unsere Fans und krasses Tool für uns auf jeden Fall. Können wir tanzen wie MC Hammer? Natürlich können wir tanzen wie MC Hammer. Alter. Wir können auch tanzen wie Milli Vanilli. Ja. Los geht's. Wer ist der MC Hammer? Wer ist der MC Hammer? Tschüss. Peace in the East und tschüss, Kotzki. Ciao. Ciao. PS, ihr seid Hammer!